So, nächster Modus ist jetzt Points Game oder das Punktespiel, was natürlich sehr viel Spaß macht mit mehreren Leuten. Hier könnt ihr sehen, entsprechend werden alle Fahnen angezeigt. Dann habt ihr hier unterschiedliche farbige Kreise einmal drumherum, die entsprechend dann für Punkte sorgen. Je nachdem, wie dicht man rankommt, umso mehr Punkte bekommt man. Hier unten könnt ihr sehen, je nachdem, wie viele Leute ihr seid, wer dann dran ist und dann einmal auch die verschiedenen Runden. Der Basti wird mal ein paar Schläge vormachen. Hier könnt ihr auch noch sehen, dieses Mal 5 bedeutet, wenn der Ball da durchgeht, je nachdem, wo der aufkommt, der Ball, wird die Punktzahl verfünffacht. So kommt man entsprechend auf sein Punktekonto. Gucken wir mal. So, wie ihr jetzt sehen könnt, hat Basti mehrere Bälle gespielt, ist jetzt in den roten Kreis bekommen und deswegen hat er 40 Punkte gehabt. Ja, und das summiert sich natürlich und je nachdem, wie der andere auch performt und dann kann man sich gegeneinander entsprechend ausspielen. Da gibt es noch ein anderes Symbol, was jetzt hier nicht gerade auftaucht, wo man dem anderen sogar die Punkte klauen kann. Ne? Also, Mensch, ärgere dich nicht beim Golfspielen.